herrscht im 16. Jahrhundert über ein Reich, in dem die Sonne nicht untergeht. Karl V. Sein Machtbereich erstreckt sich vom Deutschen Reich über Italien bis nach Spanien und zu dessen Kolonien in Übersee. Karl stammt aus der Dynastie der Habsburger, die ihr Reich durch geschickte Heiratspolitik zu einer Großmacht ausbauten. Nach Karls Wahl zum Kaiser fühlen sich die Franzosen umzingelt, denn Karl ist auch König von Spanien. Der französische König Franz I. will die Stellung Frankreichs in Europa stärken. Prächtige Paläste wie Chambord sollen seine Macht zur Schau stellen. Doch Karl V. hat auch in Deutschland Rivalen. Seine Wahl war nicht unumstritten. Es gab Widerstand oder Skepsis gegen ihn. Auch die Kurie hatte einen anderen Kandidaten. Es gab ausgesprochen starke Vorbehalte gegen seine übermächtige Rolle. Und es gab eine elementare Fremdheit des Kaisers gegenüber dem Reich, dem er nun als Kaiser vorstand. Auch die deutsche Sprache beherrscht er kaum. Nur der Glaube verbindet ihn mit seinen neuen Untertanen. Karl ist ein tief religiöser Mensch. Umso mehr fühlt er sich herausgefordert, als Martin Luther die Machtfülle der römischen Kirche infrage stellt. Der Reformator soll widerrufen. Doch er bleibt standfest. Der Wormser Reichstag von 1521 gilt als ein Wendepunkt der Geschichte. Der Kaiser verhängt die Reichsacht über Luther. Der muss jetzt um sein Leben fürchten. Doch sein sächsischer Landesherr bietet ihm Zuflucht. Die Durchsetzung des Wormser Ediktes war für den erwählten Kaiser durchaus schwierig. Reichsrechtlich gesehen hatte er keine Exekutivorgane, mit denen er dieses erzwingen konnte. Er war angewiesen auf die Bereitschaft der Landesherren, dieses Edikt zu publizieren und dann in ihren Territorien durchzusetzen. In vielen Teilen Deutschlands wird das Edikt nicht publiziert. Darüber kommt es zum Zerwürfnis mit dem Papst. Zudem bedrohen die Osmanen das habsburgische Österreich. 1529 belagern sie Wien. Seine Kriege finanziert Karl mit den Goldschätzen aus den lateinamerikanischen Kolonien. Die Konquistadoren gehen in den Reichen der Inka und Azteken mit unglaublicher Brutalität vor und stoßen auf unermessliche Reichtümer. Im Deutschen Reich wird weiter gestritten. Auf dem Reichstag zu Augsburg im Juni 1530 kommt es zur Machtprobe mit den Anhängern der Reformation. Die Confessio Augustana, ein von den protestantischen Ständen vorgeschlagener Kompromiss, wird vom katholischen Kaiser abgelehnt. Seine Majestät fürchtet den Krieg nicht und er gibt euch 6 Monate Zeit. Sonst werden die Landsknechte Frieden stiften. Bei Mühlberg treffen im April 1547 Truppen protestantischer Fürsten auf das Heer des Kaisers. Karl, der mitkämpft, entscheidet die Schlacht für sich. Doch die Reformation, die sich immer weiter ausgebreitet hat, ist nicht mehr rückgängig zu machen. Die Ideen Luthers wirken weiter. Trotzdem lässt sich Karl von Tizian als Sieger porträtieren. Im Alter von 55 Jahren entscheidet sich der damals mächtigste Mann der Welt, Krone und Herrschaft zu entsagen. Die Kaiserwürde geht an seinen Bruder Ferdinand,
die spanische Krone an seinen Sohn Philipp. Karl stirbt wenig später. Im El Escorial, dem berühmten Kloster bei Madrid, befindet sich sein Grab.